Wir können eine solch hohe Zahl von Flüchtlingen, wie wir sie in diesem Jahr schon aufgenommen haben und noch werden, nicht jedes Jahr aufnehmen. Und das bedeutet vor allem, wir müssen in Europa wieder für die Durchsetzung europäischen Rechts sorgen. Was heißt europäisches Recht? Zweierlei. Erstens, die EU-Außengrenzen, Schengen, werden größtenteils nicht beachtet. Die Flüchtlinge kommen über weitere Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft direkt nach Bayern und Deutschland. Das muss sich ändern. Alle diese Länder haben ja unterschrieben, dass sie Schengen einhalten. Und das Zweite ist das sogenannte Dublin-III-Abkommen. Das heißt, wenn ein Flüchtling in einem anderen sicheren europäischen Land Aufnahme gefunden hat, dort registriert worden ist, dann muss dieses Land auch für seine weitere Versorgung aufkommen, sich darum kümmern. Wir stellen fest, dass über Ungarn oder andere Staaten, Österreich, die Menschen nach Bayern eigentlich durchgeschleust werden, ohne dass sie registriert werden. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist Verstoß europäischen Rechts. Und ich erwarte auch von der Europäischen Kommission, die sonst immer und bei jeder Gelegenheit Deutschland maßregelt, wie zum Beispiel beim Betreuungsgeld, dass sie diesen unrechtmäßigen, rechtswidrigen Zustand schleunigst beendet. Wir brauchen Europa. Aber Europa hat nur dann eine Zukunft, wenn es eine Rechtsgemeinschaft bleibt und nicht eine Gemeinschaft des Unrechts wird, wo das Gesetz mal gilt und mal nicht das europäische Gesetz. Und lassen Sie mich noch ein Drittes sagen. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir bei uns in Deutschland solidarisch sind. Es kann nicht sein, dass die Flüchtlinge nach Bayern kommen und sich andere Bundesländer, die sonst groß ihre Willkommenskultur betont haben, plötzlich weigern oder jedenfalls sehr zögerlich sind, die Flüchtlinge aus Bayern nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel aufzunehmen. Es ist einfach ungerecht, wenn Bayern zunehmend mehr Lasten übernehmen muss und andere Länder sich weigern, ihren Teil der Flüchtlinge aufzunehmen, sodass am Schluss sich dieses Flüchtlingsthema in Bayern in ganz besonderer Weise zuspitzt. Das ist nicht in Ordnung und ich erwarte von den anderen Bundesländern, dass sie solidarisch sind.